Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Transport FIFA 2. Wir machen aber heute keine Bausession, wobei nicht direkt, sondern wir machen eine kleine Mod-Vorstellung, denn es ist ein ganz besonderer Mod rausgekommen, wo ich mir gedacht habe, ja, da sollte ich vielleicht eine eigene Episode drüber machen. Es geht um die Drehscheibe. Ihr alle kennt es vielleicht zumindest von mir, den Ringblockschuppen mit der Drehscheibe. Das ist eigentlich ein Mod zu Transport FIFA 1, aber mit einem kleinen Behilfsmod kriegt man das auch in Transport FIFA 2 zu laufen, und das ist eigentlich grundsätzlich ein echt schöner Mod. Den kann man gut konfigurieren, man kann hier die einzelnen Depotgebäude einschalten plus die Zusatzgleise, man kann aber auch nur die Drehscheibe nutzen. Das würde zum Beispiel dann hier so aussehen. Gehen wir jetzt einfach mal hier mal auf eine freie Fläche, nur dass wir mal jetzt eine Referenz haben. Hier das Depot, machen wir hier mal alles aus. Hup. Dann haben wir ein halbwegs eine moderne Drehscheibe hier. So, jetzt, vor allem für die Schönbauer interessant, gibt es eine Drehscheibe im Workshop, nativ für Transport FIFA 2, also einfach abonnieren und ihr habt sie da. Und das ist die Welt-Turntable, direkt übersetzt, Brunnendrehscheibe. Ich bin mir nicht sicher, ob das der deutsche Fachbegriff dafür wäre, aber das ist nach dem englischen Vorbild, handbetrieben und sieht richtig schön aus. Aber da hier, mit den Steinen hier drin, das hat was. Und auch die ist konfigurierbar. Wir können jetzt einfach mal anklicken. Und dann haben wir hier quasi Approach A bis W. Und Approach A ist gegenüber der Einfahrt, sprich hier. Und dann B, C, D, E, F, G, das ist dann hier auf der Seite. B, C, D, E, F, G, H, I, J und so weiter. Ich mache das gerade mal nacheinander an. Da seht ihr, was ich da meine. Und könnt euch da so die Gleise anmachen. Könnt ihr auch einfach auf der anderen Seite weitermachen, könnt ihr euch natürlich auch was auslassen, überhaupt kein Problem. Aber das ist quasi die neue Drehscheibe für Transport FIFA 2. Und ich habe die hier auf meiner Map, wo ich hier das Let's Play mache, auch schon mal eingebaut. Und zwar ist es hier, wo ich hier die Dampfsonderfahrten mache, wo auch das Trammuseum ist. Da hatten wir hier hinten die Standarddrehscheibe, also die, was quasi mit dem Ringlockschuppen kommt. Und die habe ich da mal mit ein bisschen Schönbau hier reingepflanzt. Und hier ein bisschen ja, Gebüsch hier drumherum, ein bisschen Beleuchtung. Habe hier dann drei Gleise, das war dann A, B und C. Wo wir hier ein bisschen eine Abstellung drin haben. Das ist jetzt wirklich nur vereinfacht. Das werde ich noch ein bisschen weiter schön ausbauen. Aber damit man ein bisschen einen Kontext hat, wie sowas aussehen kann, hier die neue Drehscheibe. Und gerade jetzt hier für den UK Let's Play ist es natürlich ideal, dass ich jetzt hier eine englische Drehscheibe drin habe. Jo, das Ganze ist natürlich auch befahrbar, aber nur so, wie die Drehscheibe gerade steht. Sprich, die Züge können so drüber fahren, aber nicht so. Sprich, wenn ich jetzt zu der hier da hinten nochmal gehe. Wo ist sie denn? Da oben ist sie. Wenn ich also sowas mache. Bam. Bam. Dann können wir hier keine Linie machen, die so drüber geht. Die dreht sich nicht. Aber da schon ein kleiner Sneak Peek. Es ist gerade ein Experiment am Laufen, dass das wohl doch möglich wäre. Mit unsichtbaren Gleisen, die dann quasi wie sichtbar werden. Und da ist die Frage, ob der Mod-Autor von dem Gebrauch machen würde. Das wäre dann ganz cool, wenn dann quasi die Drehscheibe sich drehen würde. Oder zumindest in einer anderen Position reingeht. Dass man dann halt wirklich hier entsprechenden Verkehr drauf hat. Das wäre natürlich geil. Also wenn das dann kommt wird, gibt es auf alle Fälle ein Update von mir diesbezüglich. Aber so viel mal zu dieser neuen Drehscheibe. Also wer ein bisschen Schönbau haben möchte und quasi den Ringlockschuppen bei sich nicht installieren möchte oder nicht weiß, wie es geht, das ist eigentlich recht einfach. Der kann jetzt im Workshop einfach diese Drehscheibe nutzen und dann halt mit Custom Assets auch noch hier so entsprechende die Post dahinter, also ein Lokschuppen dahinter basteln. Aber coole Idee. Es hat mich ein bisschen gewundert, dass es so lange gebraucht hat, dass hier so eine Drehscheibe mal wieder kommen ist. Weil bislang war eigentlich die Drehscheibe von Transport FIFA 1 die einzige, die ich soweit weiß, die man nutzen kann. Jetzt haben wir halt zwei. Ja, sehr kurzes Video. Und Link zu der Drehscheibe findet ihr in der Videobeschreibung. Lasst mir doch einen Kommentar da, was ihr davon hält, dass man jetzt hier nativ eine Drehscheibe hier haben im Workshop und ob ihr die vielleicht nutzen werdet. Das war's und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.